Angenommen. Ich gehe wieder raus, weil ich muss nochmal neu starten, weil Kev zu lange gebraucht hat. Was? Na, die Zeit ist abgelaufen. Ich habe ja gesagt, dass ich kurz verteilt bin, ja. Ja, ich kann aber nichts dafür. Ich kann einmal die Zeit verlängern und dann ist vorbei. Ja. Ich glaube, ich würde das Spiel sogar aufnehmen. Beim nächsten Mal vielleicht erst annehmen, dann auf Toilette gehen. Wäre so rum besser gewesen. So, ich lade gleich wieder ein. Also ich würde das Spiel für mich aufnehmen. Du kannst alles aufnehmen. Du kannst die ganze Session jedes Mal, wenn wir... Nein, die ganze Session brauche ich nicht. Ja, du brauchst halt... Ich mache das immer missionsweise bei mir zum Beispiel. Ich speichere mal die Clips, Video und dann... Ich will nur sagen, du brauchst uns nicht nach Erlaubnis zu fragen. Dafür machen wir das hier ja. Deswegen haben wir ja auch alles... Deswegen haben wir ja auch unsere ganzen Stimmen eingestellt und alles drum und dran, dass wir uns gegenseitig in den Videos hören. Klar, darfst du. Kannst du dich machen, klar. Das hab ich gesehen! So eingeladen seid ihr? Ich drehe mich einfach um, der Typ da aufzunehmen. Ich glaube, es hat nur... Leute, in der Macebank ist etwas, was man zerstören kann. Störsender. Ja, ich stehe vor der Macebank hier, Arena war. Da ist oben zwischen Mace und Bang ist ein Störsender, den muss man zerstören. Ja, das ist für diesen Radiosender, den du nur hören kannst, wenn du in diesem einen Viertel rechts auf der Map bist. Lol. Dieser Piratensender, und wenn du die ganzen Störsender zerstört hast, kannst du ihn überall hören. So. Baby? Ja. Du bist eingeladen, du musst nur annehmen. Na dann, let's go. Mal gucken, ob vielleicht noch ein paar Leute reinkommen. Wundert mich, dass keiner reinkommt normalerweise. Ja. Okay. So, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen GTA-Video. Heute Arena War mit dem Kev. Mahlzeit. Maki. Hey. Und Baby Pennywise. Oh Gott. So. Ich werde wahrscheinlich verlieren. Oh, aber wir haben auch, du bist aber auch Zweiter geworden. Du bist aber auch Zweiter geworden, weil mich das Spiel hasste. Ja, Buzzer. Ihr wisst, wie das hier funktioniert? Nö. Warum auch? Kurz gefasst, das ist ein Rennen mit Checkpoints. Du hast so und so viel Zeit, um zum nächsten Checkpoint zu kommen. Schaffst du es in der Zeit nicht, explodierst du und bist raus. Oh Gott. Also genau das Richtige für mich. Da war die Erklärung. Wir suchen uns jetzt hier ein Bike aus. Wow, ja. Ich hab nur ein Bike zum Ausland. Naja, die Farbe. Ich nicht schwarz. This race encapsulates everything that is great about America. That's right, Jock. Super geiler Skin. Alle bereit gedrückt? Haben alle bereit gedrückt? This is Buzzer Beater, brought to you by U-Tool. Each vehicle is rigged with explosives. Let the timer run to zero. Es gibt doch nur das eine Bike, ne? Kev und Links haben nicht bereit gedrückt. Doch. Doch. Eigentlich war. Wie wird das bei mir nicht angenommen? Weil du eine Frau bist. Oh, hat er nicht gesagt. Eieiei. Okay, schauen wir mal, wie das heute wird. Hubkonzert im Hintergrund. So, let's go. Oh Mist. Nein! Ich glaube, ich war's das. Ja, das war's bei mir. Weil ich irgendwie komplett neben die Strecke geflogen bin. Hä? Ich flieg nicht durch. Ach, ernsthaft Spiel. Ich hab gar keine Checkpoints. Jetzt hier oben. Alter. Gott, oh Gott. Die Map ist aber auch unübersichtlich. Noch eins höher. Oh. Ja, es ist... Ernsthaft.
Was ist denn der scheiß Checkpoint? Ja. Wow, und da bin ich tot. Junge, Junge, ist gar nicht so einfach. Hm. Nicht wirklich. Oh, der Punkt ist oben. Ja, geil. 7, 6, 5. Das war's. 3, 2, 1. Geil, mich hat er im komplett. Mich hat den komplett dahinter gehauen. Oh, stopp, bitte Checkpoint! Bitte Checkpoint! Uhu, das hat sich ja gelohnt. Ja, ich glaube schon. Ja, wir können ja gleich noch einen anderen Modus ausprobieren. Drohne. Du bist Dritter. Du bist Letzter. Du hast geschafft, ernsthaft. Ja, diese Rennen sind nichts für mich. Der letzte Platz bleibt mal für mich. Nee, also das mit dem Motorrad war auch nichts für mich jetzt. Das ist die Modeform. Ja, das war auch schon. Ich hatte mich das Spiel auch schon einen reingedrückt. Nicht meins. Das hier ist gut zum Beispiel. Das können wir mal noch machen. Da kam der Monster. Ich kam gar nicht zu meinem Stimmen. Das ist noch ganz lustig. Wisst ihr wahrscheinlich auch nicht, wie es geht, oder? Mhm. Auch nochmal kurz erklären. Hier kam der Monster. Es gibt zwei Teams. Ein Was? Team fährt Monster Trucks, das andere Team fährt Easys. Die Monster Trucks müssen die Easys zerdrücken und die Easys müssen entkommen. Aha. Super. Das ist der... Ah gut, klingt witzig, aber mal gucken. Wenn die Monster Trucks jetzt auf jeden Fall, dann klingt es witzig, als andere ist dann nicht so. Naja, schon.